Platz Nummer 5 geht diese Woche an Seth 690, der hier mit Gündogan einfach mal aus dem Halbfeld eine schöne Flanke macht, die allerdings direkt ins Tor geht. Schönes Ding. Platz Nummer 5 an Seth 690. Platz Nummer 4 geht an Memphis Depay, der hier gediegen das Ding volley einfach mal abzieht. Der Torwart fängt die Kirsche und geht ins Tor. Der Ball geht ins Tor, da der Spieler ihn einfach reinschubst. Schönes Tor von Isupra, der hier sich auf Platz 4 hochgespielt hat. Herrlich. Platz Nummer 3, Neymarcus 99, den man auch Volker Racho Anderson nennen könnte, so wie der das Ding hier ins Türchen zimmert. Schönes Tor von Anderson, traumhafter Volley, so muss doch das Ganze verwandelt werden. Platz Nummer 2 geht an der FIFA HD Skiller, der hier mit Ibrahopoulos seinem Namen alle Ehre macht. Ibrakadabra zeigt heute mal, was er so alles an möglichen Tricks kann. Und die Gegner sehen mal wirklich richtig schlecht aus. Da wird hier verladen, hier noch ein Roulette am Start. Und ja, der Gegner wollte dann wahrscheinlich noch ein bisschen gucken. Torwart wird ausgetanzt und vorm Türchen kann man auch nochmal zaubern. Ibrahopoulos auf Platz Nummer 2. Leider nicht für den ersten Platz gereicht. Denn den ersten Platz hat sich Yanni HD erspielt, und zwar mit Bernard. Er zeigt hier einen wunderschönen Skillrun, und das Besondere daran ist, im gegnerischen 16er hat er es nochmal mit vier Gegnern zu tun, die er aber förmlich austanzt. Und er geht hier wirklich wie ein Messer durch die Butter. Hier, zack, vier Gegner, kommt da hoch und rein die Kirsche. Schönes Tor, schönes Ding. Yanni HD, herzlichen Glückwunsch für dich. Die Regato geht an dich, schreibt mir eine Nachricht. Schönes Türchen, so muss das Ganze sein. So gefällt mir das Ganze doch. Hier nochmal das grüne Saftlos, vier Gegner ausgefummelt. Und hast du ein geiles Tor, schau in die Videobeschreibung und vielleicht gewinnst du eine Elgato.